In Pitstop Version 13 hat es eine wirklich gelungene Aktion neu dazugegeben. Ich gehe hier mal auf Pitstop Prozesse und gehe in die Aktionen. Unter Standard Add haben wir diese Aktion hier und ich möchte Ihnen einmal zeigen, was diese Aktion im PDF im Hintergrund bewirkt. Dazu zoome ich etwas ein und Sie sehen hier, ich habe keinen Anschnitt, also keine sogenannte Bleedbox. Und auch bei dieser Titelseite, ich gehe da mal ein bisschen nach unten, habe ich zum einen Bild und zum anderen hier eine Vektorfläche. Nun schauen wir uns das Ganze einmal an, was diese Aktion bewirkt. Ich gehe auf Ausführen. Man kann nun erkennen, wenn ich nochmals hier oben einzoome, es hat nun 3 mm angesetzt. Und das im Bild genauso wie hier unten im Vektor. Nun fragen Sie sich, wie ist das gegangen? Ich denke, hier an diesem Beispiel hier kann man das am besten sehen. Pitstop geht hin und spiegelt einen Teil des Bildes nach außen. So, dass es aber zum Beispiel im Himmel oder auch hier unten in der Wiese kaum auffallen könnte. Der Vektor, ganz klar, diese Fläche, die wird automatisch wunderbar angesetzt. Ich kann nun unter Pitstop Anzeige einmal sämtliche Boxen, die Media Box in Rot, die Bleed Box in Hellblau oder Cyan und die Trim Box, das Endformat in Dunkelblau, veranschaulichen. Nun hat Pitstop mit einem Mausklick diese Datei für den Druck und die Ausrüsterei so aufbereitet, dass es keine Probleme gibt.